Einen zauberhaften guten Morgen. Es ist Donnerstag und wir fliegen für 4 Tage nach Lissabon. Und es ist 3:30 Uhr. Es ist noch zappenduster draußen. Wir sind um 3 Uhr aufgestanden. Die Koffer sind gepackt. Fertig gemacht bin ich. Ich werde mir jetzt erstmal was zu essen machen. Und dann fliegen wir heute mal zur Abwechslung von Berlin Schönefeld. Ich nehme euch ein bisschen mit durch meine Tage, weil ich das auch gerne für mich als Erinnerung festhalten möchte. Und ja, auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß im Video. Ich werde jetzt nicht so mega viel heute Morgen reden. Ich werde jetzt erstmal was zu essen machen, weil essen kann ich immer. Das ist ein gutes Zeichen. Und dann werde ich mich anziehen und noch ein bisschen was einpacken, was ins Handgepäck nicht passt. Also so Flüssigkeiten, Haarwäsche und so. Ja, los geht's. So you think you were right? Bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. Hallo! Wir sind übrigens jetzt angekommen. Wir sind so am Arsch gefühlt, oder? Also, es ist ein bisschen laut, aber wir sind hier halt direkt an der Straße. Benjamin hat sich jetzt erstmal das Zimmer angemacht. Wir haben jetzt erstmal unsere Koffer weggebracht, aber unser Zimmer ist erst ab 15 Uhr fertig. Das heißt, wir werden jetzt erstmal was essen und uns mal so einen kleinen Überblick verschaffen, was es hier so Schönes gibt. Und bis jetzt hat auf jeden Fall alles super geklappt. Der Flug war angenehm und die Koffer sind gut angekommen, also es war nichts kaputt oder so. Und ja, jetzt werden wir erstmal was essen und danach um 15 Uhr zeige ich euch unser Zimmer. So, nachdem wir uns jetzt 3 Stunden die Zeit vertrieben haben und wir einfach nur noch K.O. sind, dürfen wir jetzt endlich ins Zimmer. Wir schauen mal. Schatzi geht vor. Und meinen Koffer mit. Welche Zimmernummer haben wir? 408. Auf geht's. So sieht der Flur aus. Wo ist denn die Nummer rein? Ui, das ist ja niedlich. So schaut's hier aus. Hier ist auf jeden Fall erstmal der Blick nach draußen. Also wir sind hier wirklich direkt in der City. Hier haben wir ein großes Bettchen, einen Fernseher. Ach ja, hier freue ich mich schon drauf, mich endlich reinzulegen, nachdem wir jetzt fast 12 Stunden on Tour sind. Alter, dann tun wir die Botten weh. Und das Badezimmer. Ach, hier gibt es auch ein Bidet. Echt jetzt? Ja. Sehr schön, gefällt mir gut. Hallo, es ist mittlerweile übrigens 7:30, glaube ich. Es ist 7:30, glaube ich, ja. Wir sind im Hotelzimmer wieder angekommen. Draußen filmen ist echt schwierig, weil es einfach wahnsinnig laut ist. Es ist so viel Verkehr draußen, da versteht ihr einfach gar nichts. Aber ich versuche euch die Tage, morgen machen wir eine Sightseeing-Tour, da filme ich euch das so ein bisschen. Ansonsten waren wir jetzt in der Stadt, haben ein bisschen geschaut, wir waren in so einer Mall. Benjamin hat sich noch eine Krawatte für morgen geholt, fürs Dinner. Da ist Dresscode mit Krawatte. Dann haben wir uns Cola und was zu naschen geholt. Und jetzt gucken wir mal, was wir uns zum Essen holen. Wir haben überlegt, ob wir uns eine Pizza holen und die mitnehmen und dann einfach hier schnabulieren. Mit unserem einen deutschen Fernsehsender, den wir hier erhalten haben. Und das ist NDR oder so. Deutsche Welle. Deutsche Welle, ja, irgend sowas. Ansonsten haben wir aber WLAN und ein Tablet mit. Und wir haben ungelogen 22.000 Schritte schon. Wir sind aber auch komplett am Arsch. Vorhin haben wir uns ein bisschen hingelegt, haben 2-3 Stunden geschlafen. Und ja, jetzt müssen wir leider nochmal los, weil wir müssen was essen. Oder hast du keinen Hunger? Doch. Wollen wir nichts mehr essen? Doch. Machen wir. Müssen wir. Ja, aber es ist jetzt auch schon kühler Licht draußen. Also für Benjamin ist es angenehm, aber es reicht. Also wir gehen jetzt hier auch nicht mehr 2 Stunden spazieren oder so, sondern wir gehen jetzt wirklich nur noch irgendwas finden, was wir essen können.
Machen wir jetzt. Und das Hotelzimmer sieht schon aus wie, als hätte ihr eine Bombe eingeschlagen. Aber was ich vorhin gesehen habe, muss ich unbedingt erzählen, was ich niedlich fand, ist an den Bushaltestellen. Also wenn man bei uns in Deutschland, ich weiß nicht, ob es in allen Bundesländern so ist, aber in Deutschland ist es so, wenn man... nein, in Brandenburg wollte ich ja nicht sagen. Oh Mann, ich bin komplett durch. Also bei uns in Brandenburg zum Beispiel ist es so, wenn man mit dem Bus fährt, dann stellen die sich an, wo sie gerne möchten. Und dann macht der Busfahrer entweder vorne und teilweise auch hinten die Luke auf und dann rammen die halt von allen möglichen Ecken da rein. Und selbst wenn der Letzte kommt, der rammelt vorne auch nochmal durch. Und hier in Lissabon ist es aber so, da haben die sich wirklich wie so kleine Entchen in eine Reihe gestellt. Richtig niedlich war das. Also das war richtig irgendwie... schön zu sehen, dass die so eine richtige Rangordnung hatten. Dann standen sie da alle. Süß war das. Aber was ich nicht so gut finde, ist, dass jeder, sowohl alt als auch jung, einfach über Rot geht. Also hier missachten sie komplett die Ampelphasen. Wa? Ja. Einfach rüber. Selbst vorhin haben wir so einen 10-jährigen Jungen oder so gesehen. Der rammelte einfach an der Hauptverkehrsstraße hier vorne einfach rüber. Über Rot. Naja gut, die kriegen es so vorgelebt. So, Schatz, jetzt nicht bequem machen, wir müssen jetzt nochmal los. Ja, du filmst. Achso, okay. Einen wunderschönen guten Morgen. Bei uns in Lissabon ist es jetzt 9:30 Uhr. Die Stadt ist so ein bisschen erwacht. Ich war schon 7:30 Uhr wach. Und da schlief sie noch gefühlt, war hier noch gar nichts los. Jetzt wartet eine Stadtrundfahrt auf mich. Und zwar auf mich, weil, das habe ich euch gar nicht erzählt, Benjamin und ich, wir sind aus einem speziellen Grund eigentlich hier. Und zwar hat Benjamin mit einer Kollegin aus NRW einen Termin heute zu so einer kleinen Fortbildung in Lissabon. Und da wurde er halt eingeladen an dem Freitag, also quasi hier. Und wir haben quasi den Donnerstag, Samstag und den Sonntag noch dazu gebucht, um uns noch ein bisschen mehr Zeit zu genehmigen. Ich werde jetzt in der Zeit eine kleine Stadtrundfahrt machen mit dem Mann von Benjamins Kollegen. Wir machen uns jetzt in der Zeit, wo die beiden anderen ihre Fortbildung haben, einen netten Nachmittag, Vormittag zu zweit. Quasi machen wir eine Stadtrundfahrt und gucken uns jetzt Lissabon einmal von der anderen Seite an. Gestern sind wir super, super viel gelaufen, haben uns super viel angeschaut und heute ein bisschen im Bus. Und ja, da freue ich mich total drauf. Und 1 Uhr treffen wir uns dann alle wieder zum Essen. Und heute Abend ist dann auch ein kleines Dinner. Ich bin heute Morgen übrigens aufgestanden und hatte ein richtig schön entzündetes und gereiztes Auge. Ich sehe richtig quackig und müde aus. Das ist richtig geil. Ich kann keine Kontaktlinsen einsetzen, also auch keine Sonnenbrille. Und I love it. I love it. Es wird ein geiler Tag. Ich sehe richtig, wie gesagt, fertig aus. Ja, na gut, ich werde hoffen, dass es heute Nachmittag, heute Abend ein bisschen besser ist, weil wenn wir da zum Gala-Dinner eingeladen sind, dann wollte ich eigentlich Kontaktlinsen einsetzen, mir die Haare schön machen und ja, natürlich, um Gottes Willen, es geht auch mit Brille, gar keine Frage, aber mit Kontaktlinsen, weil ich kann sie mir auch gar nicht schminken, die Augen, ich sehe richtig, jetzt geht's mittlerweile, also müde auch aus. Weil, wie gesagt, keine Mascara, kein Lidschatten, irgendwas, was das Auge so ein bisschen öffnen würde, ist halt gerade nicht da. Und ich habe eigentlich relativ gut geschlafen, aber irgendwie sieht es nicht danach aus. So, ich habe mich mal ans Fenster gestellt, weil es hier so mega dunkel ist. Werde jetzt einmal alles zusammenpacken. Mein Handy, ich weiß bloß nicht, es ist ja meistens in dem Bus relativ kalt. Wo habe ich denn mein Handy jetzt hingeschmissen? Oh. Sander... Und deswegen muss ich mal gucken, was ich mir jetzt überziehe. Ob ich mir eine Lederjacke überziehe oder ein Cardigan. Ich weiß es gar nicht so genau. Ja, ich habe mich jetzt für Lederjacke entschieden. Ich hätte mir eigentlich einen Schal oder irgendwas noch mitnehmen müssen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Auf jeden Fall eine Bauchtasche. Ja, da kann mir gerne was rausklauen. Und ja, los geht's. Lost again, going back around, dreaming of a time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars. Shouldn't they enlighten my near and far? Shouldn't they at all?
halfway hard. So, nachdem ich heute meine lustigste Stadtrundfahrt der Welt hatte, also erzähle ich euch morgen mal in Ruhe, sind wir jetzt zum Dinner eingeladen. Da habe ich das Blusenkleid an. Wenn ich es noch finde, verlinke ich euch unten in der Infobox. Mir so ein bisschen Löckchen gemacht, roten Lippenstift aufgetragen. Mal gucken, wie lange der hält. Und ja, nur eine schwarze Strumpfhose habe ich an und ein paar Pumps. Und dann gibt es nur noch ein Oberteil. Eine Tasche drauf und dann gehen wir jetzt runter. Und ja. So, einmal wieder im Hotelzimmer angekommen. Es ist mittlerweile 23.31 Uhr. Es ist 23:30. Bei uns in Deutschland ist es 12:30, weil wir hier ja, wie gesagt, eine Stunde zurück haben. Und jetzt kann ich euch sagen, weswegen wir auch hier waren. Also Benjamin hatte ja vorhin einen kleinen Workshop und dann hat er heute Abend eine Urkunde, ein Zertifikat bekommen, weil er einer von den 18 besten Verkäufern in seiner Firma ist, also europaweit. Und dafür hat er einen Preis bekommen. Und das ist auch der eigentliche Grund, weswegen wir heute auf jeden Fall angereist sind. Donnerstag und Samstag, Sonntag sind ja quasi für uns selber privat. Aber der Freitag war halt komplett von seiner Firma organisiert. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt, das Fenster offen. Organisiert und da war der ganze Tag so ein bisschen durchgetaktet. Also ich habe euch ja gesagt, wir haben ja am Vormittag diese Sightseeing-Tour gemacht. Da hatte Benjamin so einen kleinen Workshop. Und dann haben wir uns zum Lunch alle Mann getroffen. Dann war dazwischen noch ein bisschen Zeit. Und zum Dinner haben wir uns wieder alle getroffen. Und wie gesagt, da wurden die 18 besten Verkäufer europaweit ausgezeichnet und jetzt ist es 11:30 und wir hängen komplett durch, aber man muss sagen, es war wirklich ein sehr, sehr schöner Tag. Also der Tag war wirklich sehr schön durchdacht und auch das Abendprogramm, das Essen. Wir hatten jetzt mittags hatten wir ein 3-Gänge-Menü und abends hatten wir sogar ein 4-Gänge-Menü. Da waren natürlich auch Sachen dabei, die jetzt für uns nicht sind, aber es war so ein bunter Mischmasch aus Fisch und Fleisch und für jeden irgendetwas dabei. Einen zauberhaften guten Morgen, Benjamin! Schatz ist nackig! Nun bin ich gesperrt auf YouTube. Also ich muss die Kamera mal so ein bisschen halten, weil hier direkt daneben ist nämlich das Badezimmer. Oh, Scheiße! Lass mich doch einfach fertig! So, ich bin schon fertig, bin ein bisschen eher aufgestanden als Benjamin. Meine Haare, die Luftfeuchtigkeit macht mir ein bisschen zu schaffen. Ich habe auch keinen... kein Glätteisen dabei. Aber so, neuer Tag, neues Glück. Wir gehen jetzt zum Frühstücken. Ein bisschen später als gestern, aber bestenfalls ein bisschen weniger Betrieb. Das ist mein Outfit. Ich habe mir jetzt ein Kleidchen übergeschmissen. Das ist von Primark. Die Lederjacke, die ist auch von Primark. Ich habe mir da so einen kleinen Gürtel umgemacht, weil ich finde, es fällt sonst immer ein bisschen doof. Und damit es ein bisschen lässiger fällt, habe ich eine Strumpfhose an und einfach ein paar Boots draufgegeben. Und ja, das ist mein Outfit. Und mein Auge geht es heute auch schon viel besser als gestern. Gestern Abend sah es noch mal ein bisschen übel aus, aber mittlerweile geht's. Schatz, sie probiert jetzt mal aus, mit einem E-Roller zu fahren. Für mich ist das nichts. Ich würde lieber ein Fahrrad nehmen. Hey, mit so einem Fahrrad kannst du auch fahren. Das ist auch von Lima. Ist das so? Ja. Nee, nehme ich ein Fahrrad. Ich habe Angst, mit so einem E-Scooter zu fahren. Ich habe übrigens immer noch roten Lippenstift an den Zehen, an den Lippen von gestern. Meine Lippen sind so rau, ich muss sie zu Hause erstmal peelen. Ja, ich würde lieber ein Fahrrad nehmen. Aber die stehen hier wirklich überall rum. Oh Schatz, brech dir bloß nichts. Das ist zu schnell. Papa Kurt, das ist dir zu schnell? Geh mal weg. Papa Kurt ist nicht da. Hallo, wir hatten übrigens jetzt die beste Zugfahrt unseres Lebens. Es waren so viele Leute da drin. Wahnsinn. Die stehen auch alle da vorne noch, weil es gefühlt nur einen Ausgang aus dem Bahnsteig gibt. Ich drehe euch gleich mal die Kamera um, dann könnt ihr mal gucken. Die stehen auch alle mit dem Rücken, also sieht man die Gesichter nicht. Und wir sind halt relativ zeitig auch losgelaufen, aber dann haben wir halt noch eine Toilette gesucht. Dann standen super viele an bei den Parkkarten. Und
dann sind wir quasi da reingesprungen in die Bahn und die war einfach brechenvoll. Also wer in Berlin schon mal U-Bahn oder S-Bahn oder so gefahren ist, so ähnlich war es auf jeden Fall. Und jetzt haben wir geguckt, immer 50 fährt sie zurück. Also quasi jetzt können wir zurückfahren und die Bahn wäre leer, weil die ganzen Leute auch da alle stehen. Auf jeden Fall stehen die da alle und versuchen da rauszukommen aus dem Ausgang. Ja, wir haben uns jetzt erstmal hier hingesetzt, weil wir kommen ja eh nicht vor und nicht zurück, wenn die da alle stehen. Und dann warten wir jetzt erstmal kurz. Wir sind übrigens mit dem Tuk-Tuk vorhin hochgefahren und haben pro Person 5 Euro bezahlt und die Strecke war ungefähr 40 Minuten lang oder so. Sind wir oben angekommen und machen hier unseren Weg und unten an den Schlangen standen so viele Leute an, wir haben schlussendlich online das Ticket gekauft. Also solltet ihr irgendwann mal nach Portugal reisen und nach Sintra fahren, kauft euch online ein Ticket. Ohne Spaß. Und das Tuk-Tuk hat, habe ich das gesagt, hat 5 Euro pro Person gekostet. Und was haben wir für den Eintritt bezahlt? 3,50 Euro für Palast und Park. Okay, also 13,50 Euro Palast und Park. Und wie gesagt, wir sind mit dem Tuk-Tuk hoch. Hat 10 Euro gekostet für uns beide. Und sie haben uns dann noch was zu essen. Und, also naja, was zu essen, was zu trinken geholt. zwei Eistee. Und ja, aber dann mit Handy, Foto. Ja, genau. Sicher, ja? Draußen nee, mach ich nicht, ist mir nichts. Und für die Getränke haben wir 8 Euro bezahlt. Das fand ich jetzt auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber es ist echt viel, viel los. Also das haben wir ja im Zug schon mitgekriegt. Aber hier ist ja echt nochmal das Hundertfache. So, ich zeige euch mal die Menschenmassen. So sieht es aus, wenn wir jetzt rausgehen. Hier sind die Schlangen für die Karten. Und wir standen erstmal in der falschen Schlange, wo man hätte nur mit Kreditkarte zahlen können. Und dann wollten wir uns aber nicht nochmal hier anstellen, sondern haben dann einfach online, oh, guck bitte, Online-Ticket gebucht. So, jetzt suchen wir uns ein Tuk-Tuk. Also da müsst ihr auf jeden Fall einen Tagesausflug einplanen. Allein die Fahrt dauert schon eine Stunde mit dem Zug. Es wird wirklich empfohlen, aufgrund des Verkehrs mit dem Zug wirklich zu fahren. Dann müsst ihr hier hoch, das dauert auch nochmal eine halbe Stunde. Dann warten wir mal hier. Ja. Hast du ein Portemonnaie? Ja. Denn der Aufenthalt da drinnen dauert bestimmt mindestens 2 Stunden. Warte, ich hab's doch gehabt hier gerade eben. Oh toll, da hätten wir anhalten müssen. Ja? Dann gehen wir da wieder zurück. Ja. Nee. Das ist wie mit dem Buggy oder was du da gefahren hast. Ja, ne? Der hat auch keine Fenster. Also er braucht nur 5 Minuten bis unten. So, wir sind jetzt mit Tuk-Tuk wieder runtergefahren, aber das ging jetzt so schnell. Wir sind hier, glaube ich, hoch eine halbe Stunde oder so gefahren und runter 10 Minuten oder so. Und der war richtig unheimlich, dieser Typ. Der sah gar nicht aus wie so ein Tuk-Tuk-Fahrer. Und wie war der komisch? Und jetzt, keine Ahnung, jetzt gucken wir mal, was es hier so gibt. Wir vertreiben uns noch ein bisschen die Zeit, denn wir haben noch 40 Minuten Zeit. Hier ein Stück Pizza. Ja. Ein Stück Pizza. Na, wir gehen mal noch ein Stück, oder? Komm, ist zu. Und jetzt geht's wieder zurück. Jetzt sind auch deutlich weniger Leute aus dem Zug ausgestiegen. Ja. Aber ich finde für so einen Tagesausflug 15 Uhr schon fast zu spät. Also wir sind um 11 angereist sozusagen. Aber gut. Was weiß ich schon. Einen zauberhaften guten Morgen wünsche ich euch. Bei uns ist jetzt Sonntag und auch hier wurden die Uhren zurückgestellt. Es ist jetzt, glaube ich, 11:30. Wir müssen um 12 ausgecheckt haben. Das machen wir auch gleich. Unsere Koffer sind fertig gepackt. Alle Sachen sind einsortiert, eingepackt. Und wir haben uns dann überlegt, wir werden heute nicht mehr irgendwas machen, sondern wir werden jetzt einfach zum Flughafen gehen und dann uns da einen entspannten Nachmittag quasi machen, was essen und einfach ein bisschen entspannen. Wir hängen beide ein bisschen durch, Benjamin ein bisschen mehr als ich. So, wir sind jetzt übrigens am Flughafen angekommen und es ist sehr, sehr, obwohl man es wahrscheinlich nicht hört, aber es ist sehr, sehr ruhig, überschaubar bis jetzt noch. Wir sind am Terminal 2
Und wir haben uns jetzt erstmal Plätzchen gesucht, haben uns unsere Cola aufgemacht und entspannen hier einfach ein bisschen. Vorne kann man sich auch was zu essen, was zu trinken holen. Und ja, es ist gerade noch nicht so überrannt, wie man zum Beispiel von Schönefeld oder Tegel war ja eine Katastrophe, kennt. Und ich hoffe wirklich, dass der Flieger nachher relativ pünktlich geht, weil von Kost kennen wir das ja noch ganz anders. Da hatten wir ja eine Stunde allein schon Verspätung, dann standen wir eine Stunde auf der Startbahn, dann war noch Wetterchaos, dann, also es kam irgendwie alles zu allem. Und schlussendlich waren wir, glaube ich, 3 Stunden später dann endlich mal in Berlin. Und dann haben wir, genau, dann haben wir noch eine Stunde auf unser Gepäck gewartet. Das war auch noch überragend. Ja. Hallöchen. Mittlerweile ist übrigens schon extrem viel Zeit vergangen. Aber ich habe irgendwie vergessen, mal mich zu verabschieden aus dem Video. Ich sitze hier vor meinem ganzen Equipment und drehe fleißig Videos. Und ja. Jetzt ist es ein bisschen komisch zu sagen, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen, weil er jetzt nicht mehr so ganz der aktuellste ist. Ja. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich wirklich, dass euch das Video gefallen hat und es euch Spaß gemacht hat, dass ich euch ein bisschen mitgenommen habe. Und dann wünsche ich euch einen traumhaft schönen Tag. Aber ich wollte mich wirklich vernünftig einmal verabschieden aus dem Video, weil das andere wäre nämlich blöd sehen und doof gewesen, finde ich persönlich. Na gut, einen schönen Tag für euch. Ich verlinke euch wie immer meine letzten beiden Videos hier unter mir und meinen Kanal könnt ihr gerne hier abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Fühlt euch gedrückt, eure Sandra. Tschüssi!